Hallo, Halt Schweine. ich habe Dino gespielt. Seite. Also natürlich drei Oviraptor, drei Stegosaurier. Stegosaurier ist mit die beste Karte. Sie hilft, dass es der keine Handgriffs frisst und sie ist halt rausrückbar. Oviraptor, ich glaube, ich muss dazu nichts sagen. Dann Was macht Ultimativleiter, Oviraptor? das Du hast es ja noch nie Bossmonster. auf dem Deck, auf dem Kanal gespielt, meintest du? Ja, aber du hast es genug gespielt. Ultimativleiter ist halt das Bossmonster. Dann den Aiolo, der halt für den Jolo. Verschidosaurier gut ist. Dann hier ist Baby einmal. Dann Ja, Riesenrex. wegen eben. Warum spielst du die Babys nur auf 1? Nicht, weil ich es dir gesagt habe. Nenn mir einen guten Grund. Mein Grund ist, dass ich sie nicht unbedingt ziehen will. Gut. Wozu Dann spielst du ein denn überhaupt? Pankratops. Check dich. Ich ziehe ihn trotzdem immer. Dann ein Doggerl, ich ziehe ihn nie. Gut Dann so. ein Auratex. Der zweite ist im Zweiteck. Ich werde den auf jeden Fall jetzt zwei Main spielen auf jeden Fall. Dann zwei Ashs, zwei Rayleigh, ich mag 2-Offs. Dann drei fossile Grabungen. Ist halt die Water Stacks. Zwei Landformen und drei untergegangene Welt. Ist ganz gut dann, dass deine Dinos auch nicht getargetet werden können. Dann drei Gedankenkontrolle, weil es Deck Second gehen will. Dann zwei Twin Twister. Muss nichts sagen. Warum nur Dann, zwei? weil ich nur zwei habe und weil es Meme Nenn mir eine logische. Ja, okay, weil es Meme ist. ist. Das ist eine logische Dino Erwartung. Wrestling und zwei törichte Begräbnisbeigaben. Wahnsinnig gut. Ich habe es nicht einmal gesehen. Leider. Dann zwei Quad Belt Grave. Ich habe nur zwei und ich mag 2-Offs. Dann eine Pille. Natürlich auf Italienisch, so wie ich sein muss. Dann ein Foolish und ein Double or Nothing. Wie oft hast du Double or Nothing heute gezogen? Nicht einmal. Oh, schade. Obwohl doch, ich hab's gezogen. Im ersten Game, wo ich verloren habe. Dann kommen wir zum Extra-Deck, was eigentlich sinnlos ist, weil ich daraus nichts richtig benutzt habe. Hast du überhaupt irgendwas beschworen außer Boreload und Phoenix? Ganz auf den Korribo. Also komm, Exeter. Ich muss dazu nicht sagen, ich hab's nicht benutzt. Wie willst du NetBeast beschwören? Reprodokus, Netbeast. Oh, stimmt, Reprodokus ist eine Karte. Spielst du ihn überhaupt? Oh, ja. Netbeast und Trish, weil ich spiele Empfänger. Dann Reprodokus. Ja, das muss ich glaube ich nicht sagen. Die drei waren sogar wichtig. Ja. Kommen wir zum Side-Deck. Eine Karte, die ich auf jeden Fall ins Kannst Main übrigens auch ein packe. bisschen hier hinpacken, man sieht den kompletten Drachen. Ja, aber es ist so ziemlich in der Mitte. Okay, keine Ahnung. Ein Auratex aus. Ich werde den Main spielen. Ein Gnomaterial. Nicht einmal reingesidet. Ja, ich weiß, ich sag doch, die ist scheiße. Dann die dritte Ash und dritte Rayla. Dann Longyear-Pflanze gegen Orcus halt. Dann drei Kauts. Kaiserlicher Befehl. Zwei Strikes. Und noch Dreidimensionsbarriere. Ja, das war's. Oder, ja. Ja, das war's.